Hallo Leute, hier bin ich wieder, eure Lena von Pädagogisch Wertvoll. Heute beschäftigen wir uns mit den vier kognitiven Entwicklungsstufen nach Jean Piaget. Beginnen wir hiermit also im Kleinkindalter, also von 0 bis 2 Jahren hierbei, mit dem Stadium der sensomotorischen Intelligenz. Worum geht es hier dabei? Was ist ausschlaggebend für diese Phase? Hierbei entwickelt das Kind ein Verständnis für die eigene Umwelt, in der es sich bewegt. Außerdem koordiniert es sensorische Erfahrungen mit eigenen Bewegungen. Kinder in diesem Alter experimentieren mit ihrem eigenen Körper und schärfen dadurch auch die Sinne, oftmals durch Nachahmungen. Das heißt also, sie beobachten etwas und probieren das dann selbst aus. Es kommt außerdem zu einer Weiterentwicklung der ursprünglich angeborenen Reflexe und ganz entscheidend die Sprache. Kinder kommen in diesem Alter, also logischerweise, in den ersten Kontakt mit der Sprache. Die Sprachentwicklung selbst ist dabei natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, welche sich ja auch in verschiedensten Stufen entwickelt und ja schon mit dem Geburtsschrei beginnt. Kommen wir damit nun zu dem Stadium der präoperationalen Intelligenz. Auftreten ist bei Kindern von 2 bis 7 Jahren. Da wir ja gerade schon bei der Sprache waren, hier auch wieder ein wichtiger Punkt, der Wortschatz wird in dieser Altersphase ausgeweitet. Außerdem beginnen Kinder in dieser Phase vermehrt mit anderen in Kontakt zu treten, vorzugsweise mit Gleichaltrigen. Verhaltens- und Denkweisen sind in diesem Stadium auch noch sehr von dem sogenannten egozentrischen Denken geprägt. Das bedeutet, dass das Kind auf seine eigene und individuelle Erfahrung bezogen denkt. Zurückzuführen ist dies auf die Theory of Mind. Dazu gibt es auch noch ein weiteres Video, wo ich allein diese Theorie nochmal ausführlich erklären werde, da das sonst dieses Video sprengen würde. Am Ende des Videos werde ich euch dazu auch sonst nochmal verlinken, wenn euch das auch interessiert. Kinder denken in dieser Phase auch noch sehr statisch und sehr intuitiv. Das heißt also, sie gehen noch nicht logisch an die Dinge heran. Sie sind aber sehr wissbegierig und lernfreudig. Sie wollen alles wissen, was sie umgibt, was die Zusammenhänge sind. Kommen wir damit nun zu dem Stadium der konkret operationalen Intelligenz von 7 bis 11 Jahren. Hier kehrt nun das logische Denken ein. Also in manchen Situationen wird schon mit logischen Denkansätzen an die Situation herangegangen. Außerdem besitzen die Kinder nun ein logisches Verständnis für die Invarianz von Größen, also für die Unveränderbarkeit von Größen. Ein Beispiel dazu ist, wenn man ein Glas mit Flüssigkeit hat und diese Flüssigkeit nun in ein anderes Glas kippt, welches aber eine andere Form hat und dadurch also größer oder kleiner wirkt. Kinder wissen nun, dass nichts von der Flüssigkeit verschwindet oder es auch nicht mehr wird, nur weil die Form des Glases eine andere ist. Demnach urteilt das Kind nun also durch Logik und nicht nur rein durch die eigene Wahrnehmung. Das abstrakte Denken wird in dieser Verhaltensstufe nach Piaget noch nicht genutzt. Sprich also, dass unrealistische Annahmen wie zum Beispiel Autos könnten fliegen, nicht getroffen werden. Kommen wir damit nun zum vierten und letzten. Dem Stadium der formal-operationalen Intelligenz mit Kindern von 11 bis 19 Jahren. Diese Phase ist vor allem durch den Erwerb des logischen Denkens in allen Umständen gekennzeichnet, auch inklusive des abstrakten Denkens. Außerdem ist es Kindern in dieser Altersspanne möglich, nun auch Hypothesen aufzustellen über Dinge, die sie selbst nicht konkret erlernt haben. Und sie fangen an, sich mit unrealistischen Annahmen auseinanderzusetzen. Also dieses klassische Was wäre wenn? Das waren sie nun die vier Entwicklungsstufen nach Jean Piaget. Diese werden immer wieder noch benutzt oder finden halt auch immer wieder nochmal Anklang. Man sollte aber darauf achten, die Zeitspannen sind sehr groß. Gerade im Kleinkindalter ist das natürlich extrem, was da alleine schon von 0 bis 2 Jahren alles passieren kann. Oder jetzt auch die letzte Spanne. Also achtet darauf, wie gesagt, die Spannen sind sehr groß und Kinder entwickeln sich auch ganz individuell. Auch unterschiedlichste Bereiche können etwas zurückhängen,
andere Bereiche dafür, da sind sie dann schon sehr fortschrittlich. Es pegelt sich also alles ein. Damit sind wir mit diesem Video jetzt auch schon am Ende. Gleich werde ich euch noch die Verlinkung dann zu dem anderen Video geben, der Theory of Mind. Und damit bedanke ich mich bei euch und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Ey, was macht ihr denn noch hier? Ihr habt hier noch was zu tun. Ich werde mich in der Zwischenzeit für euch weiter informieren.